Politik im Festzelt. Am Montagnachmittag hat der Hotel- und Gaststättenverband die HOGA ins Grandels-Festzelt aufs Frühlingsfest geladen. Da, wo sonst die Partyband auftritt, sprechen heute die Fraktionsvorsitzenden aus dem Landtag. Doch was treibt die Gastronomen um? Es geht um die Verlängerung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes von 7% auf Speisen. Während sich beinahe alle Parteien für die Forderung aussprechen, stellt der grüne Fraktionsvorsitzende Schwarz fest: Dauerhaft, meine Damen und Herren, kriegen wir die 7% nicht hin. Und kassiert dafür ein Pfeifkonzert. Ich kenne ja die Forderung der Gastronomie und ich habe auch großes Verständnis dafür. Nur, wir müssen ja mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch sparsam umgehen. Der Staat hat ja auch noch andere Aufgaben. Wir müssen in Bildung investieren, in Infrastruktur, in Hochschulen, in den Klimaschutz. Und deswegen schaffen wir es einfach nicht, die 7% dauerhaft zu finanzieren. Anders sehen das die Politiker von CDU und FDP. Wir sind da aus ganzer Überzeugung dafür. Wir haben als CDU vor der Wahl 7% gesenkt. Wir haben gesagt, dass wir es nach der Wahl machen. Und auch als CDU-CSU die 7% auch als Gesetzentwurf gebracht. Deshalb geht es jetzt darum, unsere Gastronomen brauchen die 7%. Das ist enorm wichtig. Baden-Württemberg ist Grenzland. Wir sind in Konkurrenz etwa zu Frankreich. Und da ist es schon notwendig, zu einer Waffengleichheit zu kommen. Und deshalb ist es in Baden-Württemberg noch mal wichtiger als in anderen Ländern, diese 7% hinzubekommen. Es bleibt abzuwarten, ob der gelbe Finanzminister Christian Lindner und die Grünen im Bund in dieser Frage noch umzustimmen sind.